kann man sich von einem solchen Schrecken erholen? Man knöpfte mir die Jacke zu und zog sie mir über, sodass ich die Arme nicht mehr bewegen konnte. Wie kann man sich von einem solchen Schrecken erholen? Man warf mir den Mantel über den Kopf und band ihn am Hals mit einer Schnur zusammen. Haben Sie auf der ebenen Erde die Knie gehoben wie auf einer Treppe? Und dann auf der Treppe? Haben Sie noch an die Treppe gedacht? Ein dicker Tropfen, oder was, weiche Butter, klatschte neben mir auf den Boden. Sind die Wände schalldicht gewesen? Zuerst habe ich die Finsternis im Zimmer für die Nacht gehalten. Welche Zigarettensorte bevorzugen Sie? Wir können Ihnen leider keinen anderen Stuhl anbieten. Was können wir für Sie tun? Finden Sie es nicht lächerlich, dass Sie angezogen sind? Wir werden Ihrer Erinnerung ein wenig nachhelfen müssen. Kannst du im Stehen sitzen? Setz dich. Haben Sie sich ablenken können? Die Schuhspitze hat mich am Kinn getroffen. Sind Sie vielleicht deswegen verzweifelt gewesen, weil Sie Ihre Lage jetzt immerfort mit einer möglichen anderen Lage vergleichen mussten? Wenn man mich getreten hat, habe ich versucht, die Marke an der Schuhsohle zu lesen. War es nicht angenehm, wenigstens einen Finger bewegen zu können? Sie haben mit den Fingern geübt, bevor Sie zugegriffen haben. Haben Sie einen leichten Schlaf? Das erste Mittel, mir Angst zu machen, waren Wortspiele. Wie viel Wasser nehmen Sie in den Whisky? Ist diesen Händen nicht alles zuzutrauen? Warum trägst du in der Nacht deine Sonnenbrille? Muss ich deutlicher werden? Wer hat dir erlaubt, dich zu setzen? Hat es dir die Sprache verschlagen? Heraus mit der Sprache. Nehmen Sie etwas Eis dazu. Sie haben mich auf einen Stuhl ohne Sitzfläche gesetzt. Fühlen Sie sich wohl? Sie haben mir ein Foto von vielen Leuten gezeigt, auf dem ich mich nicht gefunden habe. Wenn man Kanonenkugeln übers Wasser feuert, tauchen da nicht alle Ertrunkenen auf? Sie rissen mir die Knöpfe von der Jacke. Fühlen Sie sich besser? Sie sagten, ich sollte mich auf dem Stuhl ohne Lehne zurücklehnen. Wem hat der Knall gegolten? Sie sind wütend geworden, weil ich Ihre Verachtung nicht bemerkt habe. Wer ist denn auch auf einen Schlag gefasst, wenn er gerade einen Apfel isst? Man wird von Ihnen sagen, zu Lebzeiten hätten Sie viel jünger ausgesehen. Wir können sehr unangenehm werden. Warum haben Sie bei diesem Wort gerade gezögert? Warum bist du auf Zehenspitzen gegangen? Von Haus aus sind wir eigentlich gemütliche Leute. Sind Sie schon einmal in die Mitte genommen worden? Warum blinzeln Sie? Nicht wahr? Sie würden sich um alles in der Welt jetzt gern die Nase reiben. Trifft es zu, dass Sie sich gern die Nase reiben würden? Es juckt dich doch wohl nicht an der Nase. Es ist doch hoffentlich nicht wahr, dass du dir die Nase reiben möchtest. Und die Achselhöhlen? Ich bin froh über den plötzlich einsetzenden Regen gewesen. Zufrieden haben sie meine Schweißperlen angeschaut. Ein Vogel ist aufgeflogen und hat geschrien. Sie haben sich ganz ausdrücklich vor mir im Raum bewegt, um mir zu zeigen, dass sie sich frei bewegen konnten.
Allmählich haben die Wände des Zimmers schreiende Farben angenommen, sodass ich mir die Ohren zuhalten musste. Nein, zuhalten wollte. Wie viel Zucker nehmen Sie in den Tee? Oder rauchen Sie lieber Zigarren? Wie oft pflegen Sie ein Bad zu nehmen? Wechseln Sie täglich die Unterwäsche? Schlafen Sie lieber auf dem Bauch oder auf dem Rücken? Sind die Schuhbänder nicht zum Erdrosseln schon zu brüchig gewesen? Ist Ihnen schon einmal beim Öffnen eines Schranks etwas Schweres entgegengefallen? Haben Sie hinter einem Sterbenden schon einmal ein Kind lachen hören? Ist die Hand, die über Ihren Körper kriecht, die eigene? Warum fangen plötzlich alle Hunde zu bellen an? Ist es nicht sehr still? Haben Sie einem Toten schon einmal auf den Rücken geklopft? Vor lauter Schrecken ist mein Körper ganz schwer geworden. Haben Sie schon einmal gehört, wie jemandem, der mit Ihnen gesprochen hat und dabei rauchte, in einer Redepause die brennende Zigarette zwischen den Fingern zu knistern anfing? Als ich einmal die Wahrheit sagte, wurde ich sehr verlegen und verbesserte mich, indem ich log. Sitzen Sie bequem? Sie haben mich dermaßen mit Wörtern verfolgt, dass ich sogar im Schlaf nicht mir selber, sondern den Wörtern überlassen war. Sie haben mich bis in den Schlaf hinein mit Ihren Wörtern verfolgt. Haben Sie sich nicht an Sie gewöhnen können? Ein Augenblick war für mich eine lange Zeit. Haben Sie nicht wenigstens zwischen den Fragen ausruhen können? Sie haben mit den Fingerspitzen auf die Tischplatte geklopft, wenn ich eine Antwort schuldig war. Sie wissen mehr, als Sie zugeben wollen. Wollen Sie nicht endlich mit der Sprache herausrücken? Darf ich mir das Ohr kratzen? Darf ich mir das Ohr kratzen? Wir wollen uns nur ein wenig mit Ihnen unterhalten. Darf ich mir nur ein wenig das Ohr kratzen? Darf ich mir nur ein wenig das Ohr kratzen? Hast du uns nichts zu sagen? Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Hast du etwas gesagt? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Hat man sie angeschaut, wenn man sie gefragt hat? Es kommt mir vor, als ob der Stuhl, auf dem ich gesessen habe, von meinen Herzschlägen gezittert hat. Nein, ich wollte sagen, ich habe nichts gehört, was für fremde Ohren bestimmt war. Nein, ich wollte vielmehr sagen, dass es mich beruhigt hat, wie einer von ihnen heimlich auf mich zeigte, mit dem Finger. Nein, mit einem brennenden Streichholz. Haben Sie die Frage angeschaut? Einer von ihnen hat mir ein heißes Bügeleisen vor das Gesicht gehalten. Nein, er hat mir das Bügeleisen nur von Weitem gezeigt, aber ich habe gespürt, dass es heiß war. Besser gesagt, an der Tür habe ich die Brennspuren von Zigaretten gesehen. Vielmehr, vor lauter Schmerz habe ich das Gesicht zur Seite gedreht. Nein, das ist auch nicht ganz richtig. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, weil ich überprüfen wollte, ob ich mich noch bewegen konnte. Ist Ihnen an der Zigarette das Feuer ausgegangen? Als einer von Ihnen versucht hat, mich anzuspucken, hat er sich verschluckt. Oder er hat jedenfalls auf einmal vor sich hingepfiffen. Nein, hingebrummt. Nein, er hat vielmehr geschaut, als hätte er eine leere Straße vor sich. Oder, nein, als sei ich gar nicht möglich. Oder als ob der Raum doch trotz allem eine angenehme Aussicht biete. Musik.
hören Sie sich gern reden. Einer von Ihnen wollte in die Jacke unter die Achsel greifen, aber der Reißverschluss war verklemmt. Richtiger gesagt, er riss sich an der Schuh... Nein, an der Stiefelsohle. Oder an der Mauer. Ein Streichholz an. Nein, er riss von der Mauer ein Kalenderblatt ab. Nein, er nahm ein Bild von der Wand. Nein, nein, er nahm mir vielmehr das Foto aus der Hand. Oder, um die Wahrheit zu sagen, eher... Nein, ein anderer nahm mich an der Hand und riss mir das Tuch von den Augen oder riss jedenfalls das Futter aus meinem Mantel, aus meiner Hose. Stülpte, genauer gesagt, meine Hosentaschen nach außen, riss mich vom Stuhl auf und stellte mich an die Mauer. Ja, so ist es gewesen. So ist es. Wie oft müssen Sie Ihre Blumen begießen? Wir sind hier keine Kaffeerunde. Wir haben dich nicht hierher gebracht, um Höflichkeitsformeln auszutauschen. Wir haben mit dir was zu besprechen. Wir wollen mit dir einen kleinen Spaziergang machen. Wir wollen mit dir ein wenig über das Wetter plaudern. Wir sind hier keine Kaffeerunde. Wir haben dich nicht hierher gebracht, um Höflichkeitsformeln auszutauschen. Wir haben mit dir was zu besprechen. Wir wollen mit dir einen kleinen Spaziergang machen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht's? Wir sind nicht hier, um mit dir über das Wetter zu reden. Jedes Mal, wenn Sie mich angeschaut haben, habe ich ertappt ausgesehen. Die frische Luft wird Ihnen gut tun. Wir möchten nur ein paar Fragen an Sie stellen. Warum lachen Sie? Sie werden sich bald an die neue Umgebung gewöhnen. Setzen Sie bitte still. Beim letzten Mal haben Sie doch anders gehustet. Wie können Sie es sich herausnehmen, guten Tag zu sagen? Dass Sie leugnen, beweist schon, dass Sie zu viel wissen. Legen Sie bitte ab. Während Sie mich innig lächelnd anschauten, hielten Sie die Teetassen, wie selbstverständlich, in der Hand. Jedes Mal, wenn ich allen Blicken ausgewichen war, wusste ich mit den Augen nicht mehr wohin. Vor mir haben sie einander Witze erzählt, um mir zu zeigen, dass ich nicht zu ihnen gehörte. Als mir der Kopf schwer wurde und ich ihn ein wenig zur Seite neigte, glaubten sie schon, jetzt würde ich endlich zu reden anfangen. Sogar am Muster und an der Farbe meines Hemds haben sie etwas gesucht, was mich verraten könnte. Wir haben schon andere weich gekriegt. Auf dem Fenstersims sah ich eine Konservendose, auf der das Datum angegeben war, bis zu dem die Konserve verwendbar sein würde. Und ich glaubte sofort, mir könnte so lange nichts zustoßen, wie die Konserve genießbar war. Und so ging es mir besser. Auch ich kenne Ihre Lage. Auch ich habe schon einmal vor Schreck fremde Leute mit Du angeredet. Auch mir ist es schon öfter so ergangen, dass ich in einem fremden Zimmer nicht einschlafen konnte. Öfter habe ich auch schon Rollläden plötzlich herunterrasseln hören. Auch ich habe, wie Sie, als ich einmal mit dem Tod bedroht wurde, nur dumm dreingeschaut. Und mir ist es auch schon manchmal passiert, dass ich, weil ich das Tropfen des Wasserhahns nicht mehr aushalten konnte, den Finger in den Hahn steckte. Sprechen Sie auch manchmal mit sich selber? Ja, es ist mir lästig, andere gierig an Ihrer Zigarette saugen zu hören, wenn Sie verzweifelt sind. Und schämen Sie sich, wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie mit sich selber gesprochen haben?
Nein, es ist nicht weiche Butter gewesen, sondern eine dicke Zeitung, die aus dem letzten Stockwerk auf die Straße geklatscht ist. Und schauen Sie dann herum, ob jemand, oder besser gesagt, obwohl niemand Ihnen zugehört hat? Ja, ich habe vom Nagelfallen Herzklopfen bekommen. Und fangen Sie dann aus Scham zu summen oder zu pfeifen an? Nein, ich habe keine Impfnarbe am Oberarm. Haben Sie es sich bequem gemacht? Geht Ihnen etwas ab? Fühlen Sie sich wie zu Hause? Haben Sie die Beine ausgestreckt? Ist Ihnen das Licht hell genug? Brauchen Sie einen Aschenbecher? Soll ich Ihnen was nachschenken? Er kaut ganz schuldbewusst. Vor lauter Schuldgefühl kriegt er den Bissen nicht hinunter. Vor lauter Schuldbewusstsein hat er dicke Backen. Er hat nur Fleischwunden. Er wird nicht alt werden. Früher hätte man ihm die Augenlider abgeschnitten und ihn so in die Sonne gestellt. Der Schmerz wäre immerhin ein Zeitvertreib. Er wird sich schon ausschreien. Dann könnten wir so gute Freunde sein. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er mit seinen Schmerzen abstoßend wirkt. Als Toter nützt er uns nichts. Wir werden dafür sorgen, dass er uns nicht vergisst. Er wird schön singen. Ich möchte mir die Hände waschen. Ich möchte mir die Hände waschen. Er wird schön singen. Ich möchte schlucken. Ich möchte schlucken. Er wird singen. Ich möchte mir den Hosenschlitz zumachen. Du wirst singen. Ich möchte mich am Kopf kratzen. Sing! Es ist schön hier. Darf ich endlich du zu Ihnen sagen? Was fällt Ihnen zu dem Wort Mehlsuppe ein? Es genügt nicht, einmal um Hilfe zu rufen. Was fällt Ihnen zu dem Wort Seidenraupe ein? Zuerst habe ich das gestockte Blut für einen Scherzartikel gehalten. Was fällt Ihnen zu dem Wort Unterleib ein? Die Schuhe haben Stahlkappen. Was fällt Ihnen zu dem Wort Handschuh ein? Der Schaum knistert im Ausguss. Was fällt Ihnen zu dem Satz, er sitzt mit dem Rücken zur Wand ein? Er ist ein leidenschaftlicher Wanderer. Was fällt Ihnen zu dem Satz, die Kinder des Toten kuscheln sich in die Betten des Nachbarn ein? Niemand hat ein Fleckputzmittel bei der Hand. Und zu, ein Nagel hat sich beim Einschlagen verbogen? Es kann nichts geschehen. Und das Telefonbuch ist noch an einer bestimmten Stelle aufgeschlagen? Es ist ein Loch von der Größe einer Kinderfaust. Er tritt auf etwas Weiches?
Das Preisschild fällt vom Fleischerhaken. In der Verzweiflung nimmt er jedes Wort sehr genau. Das müssen nicht Damenschuhe sein. Sie ist nur mit Strümpfen bekleidet? Handschuh. Die Zahnbürste bleibt mit den Borsten nach oben liegen? Seitenraupe. Die Streichhölzer sind feucht? Seitenraupe. Das Knie des Abflussrohrs wird abgeschraubt? Seitenraupe. Alle Hunde erwachen? Mehr Schaumpfeife. Über schlechte Behandlung kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Jedes Wort benutze ich zum Abschweifen. Indem ich Gegenstände fallen lasse, kann ich mir mit dem Aufheben eigentlich schön die Zeit vertreiben. Wenn Sie mir Geschichten vorerzählen, die angeblich ich erlebt haben soll, habe ich eigentlich schon etwas zum Zuhören. Was ich sehe, glaube ich vor Schmerz eigentlich zu hören. Meine Hand hat so lange im Wasser gelegen, dass ich schon deswegen eigentlich froh bin, weil sie jetzt nicht mehr im Wasser liegt. Es freut mich eigentlich auch, dass die ausgerissenen Haare am Ende gewellt sind. Das heißt eigentlich, ich freue mich, dass die ausgerissenen Haare. Zum Zeitvertreib kann ich eigentlich auch die Aufschrift auf der Streichholzschachtel lesen. Ich gestehe Ihnen, dass ich Rechtshänder bin und schon sind Sie eigentlich einigermaßen zufrieden. Zum Glück hat das Zimmer 4 Wände. Zum Glück kann ich mich ablenken, indem ich daran denke, dass ein Sterbender, bevor er stirbt, noch einen Apfel isst und bin eigentlich auch zufrieden. Eigentlich kann man mir deswegen nichts antun, weil man von Ermordeten meistens die Hochzeitsfotos sieht und weil es von mir kein Hochzeitsfoto gibt. Können Sie, kannst du die Vorgänge beschreiben? Die Tür ist aufgegangen wie... Sie haben mich angeschrien, wie wenn... Einer von Ihnen hat auf den Tisch geschlagen, als ob... Einer von Ihnen hat links und rechts an meinen nach außen gestülpten Hosentaschen gezerrt, wie ein... Einer hat mich angeblinzelt, als hätte er... Die Asche ist von der Zigarette gefallen, gleich einem... Einer von Ihnen hat an den Fingern geschnüffelt, als sei er... Einer hatte um den Knöchel ein schwarzes Lederband, wie ein... Die Messerklinge hat nicht länger aufgeblitzt als... Du musst nichts erzählen, wenn du nicht willst. Es wäre verständlich, wenn du nichts erzählen wolltest. Es wäre im Grunde verzeihlich, wenn du nichts erzählen wolltest. Als ich sie nicht endlich beruhigen wollte, haben sie angefangen, mich zu beruhigen. Du brauchst nichts davon zu erzählen. Sie ließen mich nicht einmal die Augen reiben. Wenn es dir schwerfällt, brauchst du nichts zu erzählen. Sie haben mich auf einen Stuhl mit so hohen Beinen gesetzt, dass ich nicht einmal mit den Zehen auf den Boden langte. Niemand wird von dir verlangen, dich daran zu erinnern. Ich habe mit zusammengebissenen Zähnen geschlafen. Hör nur auf zu reden, wenn du glaubst, dass du nicht weiter kannst. Sogar wenn ich mit den Schuhbändern spielte, glaubten sie, ich könnte mich damit verraten. Sprich nur davon, wenn es dir gut tut. Als ich den Löffel wieder in die Suppe eintauchen wollte, war der Teller nicht mehr da. Sprich dich nur aus. Ich habe die Lippen nicht zu fest geschlossen, damit sie nicht glauben sollten, ich wollte etwas verschweigen. Auch wenn es dir schwerfällt, du musst davon erzählen. Es hilft uns weiter. Sag, wie es war. Sag, wie es ist. Es ist, wie wenn jemand ins Wasser taucht und das Wasser, nachdem er schon lange unter dem Wasser ist und noch immer nicht auftaucht, wird schon wieder beunruhigend ruhig. Oder es ist wie ein Hotelregenschirm. Oder wie wenn ein dickes Kind traurig vor seinem Rad steht. Oder als ob die Hausbesorgerin nach Gas schnüffelt.
Oder wie der Schatten des Kameramanns auf der Fotografie. Oder wie ein Fensterplatz. Und wie ist es wirklich? Nicht anders als sonst. Und wie ist es sonst? Wie es eben ist. Und wie ist es? Wie sonst. Was heißt sonst? Sonst heißt nicht jetzt. Sonst ist es also nicht wie jetzt. Es ist wie jetzt. Was heißt jetzt? Nicht sonst. Jetzt ist es also nicht wie sonst. Es ist jetzt wie sonst. Und sonst? Sonst nicht. Habt ihr nicht eure Zeit mit ihm vergeudet? Als er einmal ein Wortspiel gebrauchte, haben wir ihm eins versetzt. Hat er euch gesagt, was ihr hören wolltet? Wir haben ihn starr angeschaut, um seinen Atem durcheinander zu bringen. Ihr habt ihn doch wohl mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt. Dass er zum Beispiel die Hand vors Gesicht hielt, ließ eindeutig auf eine feindselige Absicht schließen. Habt ihr versucht, seine Freunde zu werden? Damit ihr auch seine Gedanken unsicher machen konntet? Wir haben uns beim Fragen sorgfältig die Fingernägel gefeilt. Ihr habt doch wohl jäh die Richtung geändert, aus der ihr ihn gefragt habt. Damit er immer wieder sich nach dem jeweils Fragenden umdrehen musste. Und auf diese Weise müde wurde? Wir haben ihn oft nach dem Wohlergehen gefragt. Und ihr habt doch wohl lange Zeit mit hoffentlich leiser Stimme gesprochen. Er ist so erschrocken, dass er sofort aufhörte zu gehen. Gehst du gern auf persischen Teppichen? Der Teppich ist zu kurzhaarig gewesen, als dass ich mich in ihm hätte festkrallen können. Zucker? Oder Telegrafenmasten? Nein, ein Haufen von Blattläusen auf dem Nabel eines Toten. Nein, ein Schwarm von Schmeißfliegen wird mit dem Hundekot zertreten, wenn ein Spaziergänger darauf ausrutscht. Nicht wahr? Oder haben sich die Wespen auf das Tortenstück gesetzt, das wir am Sonntagnachmittag oft in schattigen Gastgärten antreffen? Oder ein Kino vorräumen? Nein, dieser schwarze Fleck an der Wand ist Hundepisse. Oder Marzipanschweine? Vielleicht auch Salbei? Oder doch Schneckenschleim? Ist es das, was ihr wissen wollt? Kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Ist der Luftzug zu arg? Soll die Tischlade geschlossen werden? Soll ich das Radio leiser stellen? Leidest du öfter an dieser Wortberührungsangst? Willst du dir die Hände waschen? Sind Sie der glückliche Besitzer dieses Apfels? Ob wer was ist? Ob Sie der glückliche Besitzer dieses Apfels sind? Ob ich was bin? Der glückliche Besitzer dieses Apfels. Was für ein Besitzer? Der glückliche Besitzer. Der glückliche Besitzer von was? Dieses Apfels. Welches Apfels? Dieses. Wer? Sie. Wer was? Sie, der Besitzer. Wer was wessen? Ob Sie der glückliche Besitzer dieses Apfels sind. Warum? Warum was? Warum fragen Sie? So kommen wir nicht weiter. Wir haben es lange genug mit Güte versucht. Dass er leugnet, ist ein Beweis, dass er etwas verschweigt. Dass er uns nicht in die Augen schaut, ist ein Beweis, dass er leugnet. Er hat die abstehenden Ohren eines Verstockten. Er tut unwissend. Also weiß er etwas. Er tut, als sage er die Wahrheit, also lügt er. Er hat ein fliehendes Kinn, also sagt er nicht die Wahrheit. Dazu hat er einen stechenden Blick, wulstige Lippen, ein gebrochenes Nasenbein, eine fliehende Stirn, fremdländische Backenknochen.
Außerdem stockt er beim Sprechen und verwickelt sich in Widersprüche. Schließlich hat er abgebissene Fingernägel, einen stumpfen Blick, dünne, grausame Lippen, eine Adlernase, eine zu hohe Stirn und spricht viel zu fließend, als dass man ihm trauen könnte. Sogar die Ohrläppchen sind ihm angewachsen. Er ist ungekämmt und unrasiert. Sein ungepflegtes Äußeres lässt auf ein verwahrlostes Innenleben schließen. Er ist lichtempfindlich. Er ist lichtscheu. Soll ich das Licht ausschalten? Jedes Mal, bevor Sie mich verprügelt haben, haben Sie mir langsam vorgeführt, wie Sie sich dazu die Jacken ausziehen. Und soll ich das Licht etwas dämpfen? Und dann die Jacken sorgfältig auf Bügel hängen und... Soll ich das Nachtlicht anschalten? Und sogar die Knöpfe an den Jacken einzeln zuknüpfen und... Soll ich das Licht so lassen? Und dann mit den Fingern spielen und die Finger mitleidig anschauen und... Zuschlagen? Zuschlagen? Das Buch, meine ich. Man kann es auch Zuschlagen nennen. Oder Drucksache. Ich hörte auch den Ausdruck Querfeld einrennen dafür. Jemanden hörte ich dazu Kohlenmeiler sagen. Ein anderer sagte dafür, ich bin auf einen faulen Kürbis getreten. Wieder ein anderer sagte dazu Steinbrei. Diejenigen, die dazu etwas sagten, waren die Selbstsicheren. Diejenigen aber, die dafür etwas anderes sagten, waren die Trübsinnigen. Oder man kann für sie auch den Ausdruck »die Überfragten« hören. Habe ich schon erwähnt, dass die weißen Flecken, die ich auf dem Fußboden sah, aus dem Rachen eines Erwürgten getropft waren? Oder dass sie mir sofort ihre Familienalben zeigten, die so voll waren, dass sie die meisten Bilder gar nicht mehr einkleben konnten? Habe ich eigentlich erzählt, mit welcher Erleichterung und mit welchem Glücksgefühl ich das Hemd angezogen habe, an das ich mir gerade einen Knopf angenäht hatte? Habe ich die wunderbare Dämmerung im Zimmer erwähnt? Habe ich davon gesprochen, dass einer von Ihnen die Gesichtszüge eines Ihrer Verwandten auf dem Foto holzschnittartig nannte? Habe ich die Briefmarke erwähnt, die vom Stempel verfehlt worden war? Oder die weiche Butter, die gar nicht auf den Boden geklatscht war? Oder den Totschläger? Oder den Ring mit dem Dorn? Oder den Maikäfer im Hosenschlitz? Wenn man einem die Kehle immer fester zudrückt, kann man schließlich ein Knacken hören, nicht wahr? Mit gebundenen Händen kann ich nicht die Richtung einhalten. Mit gebundenen Händen kann er nicht die Richtung einhalten. Ich habe diesen Zeitungsausschnitt nur gefunden. Er hat diesen Zeitungsausschnitt nur gefunden. Ich kann nur wiederholen, dass ich nicht mehr weiß. Er kann nur wiederholen, dass er nicht mehr weiß. Ich bin nur auf einen Schlauch getreten. Er ist auf einen Schlauch getreten. Wen glauben Sie denn, dass Sie vor sich haben? Versuchen Sie, sich zu erinnern. Was hat Sie bei diesem Wetter ins Freie getrieben? Du wirst uns noch aus der Hand fressen. Das Denken überlass gefälligst uns. Wenn jemand hier Witze macht, so sind das wir. Wir können sehr unangenehm werden. Warum sind Ihre Füße nach innen gestellt? Warum hast du deinen Daumen in die Hand versteckt? Warum schluckst du? Auf einmal ist mir das Wort Schnee eingefallen. Das Lachen wird Ihnen noch vergehen. Das Lachen wird dir noch vergehen. Auf einmal ist mir das Wort Riesentorlauf eingefallen. Er gehört mir. Ja, er gehört mir.
Gerade als ich endlich den Mund aufmachen wollte, fingen sie wieder zu fragen an. Wie findest du meine Krawatte? Wo ich auch die Hand hinlegen wollte. Überall war sie mir lästig. Geschieht es dir auch, dass du, wenn du aus einer Tür trittst, dich beim Schließen der Tür einmal um deine Achse drehst? Sie sind Familienväter gewesen und haben beim Fragen Zahnstocher benutzt. Es ist eigentümlich schwül, nicht wahr? Eigentlich ist es eher gemütlich. Eigentlich ist es eher gemütlich. Sie fühlen sich doch wohl. Eigentlich sitze ich lieber. Die Vögel singen schön heute, nicht wahr? Ehrlich gesagt, am liebsten gehe ich barfuß. Ehrlich gesagt, am liebsten gehe ich barfuß. Gefällt es Ihnen bei uns? Nein, nein. Kannst du mir bitte das Feuerzeug herüberreichen? Nein, nein. Würden Sie mir bitte die Tür aufmachen? Ich habe alle Hände voll Gepäck. Nein, nein. Wie die Pistolenkugel ist an der Spitze. Entschuldigung. Sie. Was haben Sie mir denn? Na, sagen Sie doch. Sprich. Was haben... Los. Bitte. Jetzt Sie wollten zuerst etwas sagen. Sag ich bitte doch, Sie, was es mir sagen zuerst wolltest. Zu sagen. Bevor Sie mir sagst, sagen, was Sie mir sagen wollten, werde ich auch nicht sagen, was ich dir sagen wollte. Die Pistolenkugel ist also an der Spitze? Die Achselhöhlen haben Ihnen also zu jucken angefangen, als Sie erschrocken sind. Ich bin nicht erschrocken. Aber die Achselhöhlen haben Ihnen gejuckt? Nur einmal in der Nacht. Also sind Sie erschrocken? Haben Sie einen Apfel bei sich? Ich esse keine Äpfel. Also haben Sie einen Apfel bei sich? Ich habe mich... Mit einer Stricknadel ins Ohr gestochen? Die Seite des Telefonbuchs... Ist von Ihnen herausgerissen worden? Das Telefonseil... Ist von Ihnen zu einer Schlinge geknüpft worden? Das Zimmer... Werden Sie nicht mehr in dem Zustand verlassen, in dem Sie es betreten haben. Sieht er nicht gleich anders aus, wenn man sich mit ihm ein bisschen unterhalten hat? Hat er nicht etwas Rührendes an sich? Ist er nicht überzeugend, wenn er nur den Mund aufmacht? Wollen wir uns nicht setzen? Zur gleichen Zeit haben wir das Gleiche gesagt. Ist das nicht komisch? Gehst du gern in der Mitte des Gehsteigs? Gehen Sie gern in der Mitte des Gehsteigs? Ob du gern in der Mitte des Gehsteigs gehst? Und Sie? Gehen Sie gern? Ob du gern? Und Sie? Du! Wenn Sie gern in der Mitte des Gehsteigs gehen, gehe ich auch gern in der Mitte des Gehsteigs. Und gehst du gern im Regen spazieren? Ob ich gern im Regen spazieren gehe? Gehst du gern im Regen spazieren? Warum sollte ich gern im Regen spazieren gehen? Gehst du gern im Regen spazieren? Gehe ich denn gern im Regen spazieren? Warum haben Sie Schweineblut an den Händen?
Warum ich Weideruten an den Wänden habe? Warum Sie Schweineblut an den Händen haben? Warum ich Lenden wie ein Gutsverwalter habe? Warum Sie Schweineblut an den Wänden haben? Warum ich vor Wut Schweinelenden schabe? Warum Sie Schweinelenden an den Wänden haben? Warum ich Leinenwäsche trage? Warum Sie Leinentaschen weben? Warum ich niemanden weinen sehen kann, ohne ihm etwas zu geben? Ja, warum können Sie niemanden weinen sehen, ohne ihm etwas zu geben? Weil ich Schweineblut an den Händen habe. Wie lange noch werden Sie unsere Geduld missbrauchen? Krebs, suppenlang. Wann werden Sie endlich Vernunft annehmen? Am Fest des Feierns. Warum halten Sie sich beim Sprechen am Stuhl fest? Weil ich mich beim Sprechen am Stuhl festhalte. Warum klebt hier ein Haar an der Wand? Gibt es geruchloses Fliegenpapier? Warum ist Ihre Schrift hier verzittert? Haben Sie Streichhölzer für Kaminfeuer? Warum haben Sie vom nackten Ohr der Katze gesprochen? Verkaufen Sie Pfirsichkonfitüre? Warum klatschen Sie in einem leeren Zimmer in die Hände? Was meinen Sie damit? Der Gartenschlauch hat gerade in meinen Mund gepasst. Kein Schlag hat dieselbe Stelle zweimal getroffen. Die Glühbirne ist nicht zerplatzt. Ich bin neidisch gewesen auf mich von der vergangenen Minute. Weil ihr Machtbereich so klein war und weil nur ich in ihrem Machtbereich war, nutzten sie ihn umso gieriger aus. Sie haben alle Einrichtungsgegenstände mit den Fingerspitzen betupft und dann die Fingerspitzen verächtlich angesehen. Einmal habe ich draußen Schneeketten rasseln hören oder Trompetenblasen oder Salutschüsse oder den Regen oder doch Salutschüsse. Sie haben immer mehr Wörter durch schönere Wörter ersetzt. Und mir hat das passende Wort immer nur auf der Zunge gelegen. Nicht verstanden. Was sagten Sie? Was sagtest du? Wie bitte? Was? Wie? Hm? Ich weiß nicht mehr. Ja, das. Also doch. Sprich mir jetzt nach. Sprich mir jetzt nach. Nicht diesen Satz. Nicht diesen Satz. Nicht den. Nicht den. Nein. Nein. Hör auf. Hör auf. Dir ist nicht mehr zu helfen. Dir ist nicht mehr zu helfen.